So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleines Erklärungsvideo. Und zwar geht es heute um die DreamHack in Cluj-Napoca 2015. DreamHack. Und zwar habe ich jetzt immer wieder gelesen in den Facebook-Gruppen, irgendwelche gefragt, wie kann man jetzt wirklich verbinden, mit man diese Souvenir-Pakete gewinnen kann. Oh, ich rede schon wieder einen Kartoffelsalat zusammen. Ist immer also auch bei der ESL und immer wieder erfahre ich das, da ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei, weil man eben ziemlich wenig bekommt, dann guckt man die ganze Zeit zu und oh, habe ich es jetzt richtig gemacht, was auch immer. Und zwar müsst ihr da einmal auf Twitch gehen, geht ihr auf eure Einstellungen und dann auf Verbindungen und dann könnt ihr hier, ich bin entbunden, um euch zu zeigen, wie man wieder verbindet. Also ihr meldet euch einfach mit Steam an. Und das war's. Jetzt, wenn ihr wieder drauf drückt, geht ihr auf Trennen. Genau, ihr seid jetzt quasi mit Steam und Twitch verbunden. So, wenn ihr dann Steam quasi mit Twitch verlinkt habt, könnt ihr auf twitch.tv/dreamhackcs gehen. Dort werden alle Spiele live übertragen. Hier sind es gerade zwar knapp 290.000 am Zuschauen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ihr könnt quasi in den Spielen, kriegt ihr dann hier oben rechts oben eingeblendet, immer wenn diese DreamHack Souvenir Päckchen quasi verschenkt werden. Ja, das Ganze geht natürlich auch noch in CS, könnt ihr parallel schauen, das zeige ich euch jetzt auch gleich noch. So, wenn ihr in-game seid, könnt ihr einfach hier oben auf Zuschauen gehen, hier steht auch schon Live Turnierspiele. Dann lädt quasi die DreamHack Version oder DreamHack Ansichtsbildschirm, dann könnt ihr auf Partei live ansehen. Jetzt wird gerade auf Inferno gespielt. Yo, das war der ganze Spuk in-game und Twitch könnt ihr parallel schauen. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.